Hallo, willkommen zu meinem ernsten Video oder zu dem, ja, vielleicht ehrlichsten Video auf YouTube, was es überhaupt gibt. Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PS3. Das ist alles nicht so wichtig. Wichtig ist eher das, was ich zu sagen habe. Ein Thema, wo ich schon häufiger mit konfrontiert wurde. Und zwar diesen Rassismus. In und auf der Welt. Ich bin tiefst entsetzt, dass es auf dieser Erde so etwas gibt. Rassismus. Er ist überall verankert. Wer glaubt gar nicht, wer alles rassistisch ist. Die nette Oma oder der nette Opa stellen sich als widerliche NPD-Mitglieder dar. NPD ist auch so ein Thema. Diese Menschen, die in der NPD sind, die müssen da nicht drin sein. Das hätten auch sehr gute Leute sein können. Ich habe heute einen Kontakt gehabt mit einem Nazi. Und ich habe dieses Spiel namens Ghost gespielt. Ich spielte das also und lernte einen Spieler namens Orang-Utan kennen. Ich laberte mit dem. Am Anfang war er sehr aggressiv und hat mich natürlich gleich beleidigt und so. Und so fing das auch alles an. Er kam in meine Freundesliste und er stellte sich als Nazi dar. Er war ein Nazi, hat gesagt, er hat rechtes Gut und ich wollte ihm Hilfe anbieten. Aber er hat wirklich in jeglicher Hinsicht abgeblockt. Aber ich konnte etwas feststellen. In einem kurzen Moment konnte er... hat er sich irgendwie anders verhalten, als ich eingegangen bin auf seine Eltern. Ein bisschen gesagt, hey, leben deine Eltern noch oder so. Dann hat er für ein paar Sekunden, es war nur ein paar Sekunden, hat er irgendwie Menschlichkeit gezeigt. Aber dann hat er sofort wieder abgeblockt. Es waren natürlich noch so ein paar Freunde von ihm dabei. Und ich finde das richtig schade, weißt du? Warum man eigentlich Nazi wird. Das wird man nicht einfach so. Es muss Gründe haben. Ausländer zu hassen ist etwas Furchtbares. Ausländer sind wunderbare Menschen. Ich sage dir ganz klar, wir sind alle Menschen. Ob weiß oder schwarz, ob der Islam oder so, es ist doch egal. Wir stammen alle vom gleichen Lebewesen ab, sozusagen. Rassismus ist ein böses Virus, was sich leider überall verbreitet hat, weil manche einfach keinen Sinn mehr sehen. Manche Menschen müssen einfach etwas die Schuld geben. Und da nutzen wirklich widerliche Parteien, wie zum Beispiel in Deutschland, das ist die NPD, dieses Gefühl aus, jemanden die Schuld zu geben. Denkt ihr wirklich, dass alle Leute, die in der NPD sind, böse Menschen sind, abscheuliche Killer? Das sind Menschen, die haben psychische Probleme gehabt, haben vielleicht einen Autounfall erlebt, haben vielleicht Familienmitglieder verloren und suchen einfach einen Sinn in einer anderen Partei. Die Psyche eines Menschen ist brechbar. Es ist wirklich so, man kann die Psyche eines Menschen brechen. Ich danke, dass ihr zugeschaltet habt. Und haut auf jeden Fall rein, Leute. Mein Name ist YouTube Gamescom. Bis dann.